So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben nochmal einen Set-Booster von Zendikar Rising. Das ist ja so das erste Set-Booster, was damals rumkam. Und ja, nice. Danke dafür, Magic. Danke dafür. Und ich mag Set-Booster. Hat man vielleicht festgestellt. Ich mag Set-Booster mehr als Draft-Booster. Und die hier, die muss man irgendwie gefühlt zerlegen. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wir hier haben. Wir haben ein wunderschönes Land, glaube ich. Was ist denn das für eine Karte? Groove of the Burnwolos, jawohl. Dann haben wir einen Sumpf. Und Shell Shields. Ein Mana Instant mit Kicker. Also man kann ein Mana mehr bezahlen, dann hat man das mega kickert. Und die Kreatur kriegt plus 0, plus 3 bis zum Ende des Zuges. Es sei denn, man hat gekickert, dann kriegt die auch noch Hexproof. Sehr, sehr cool. Mal gucken, ob wir hier eine Story kriegen. Story ist anscheinend Kicker. Zwei Mana Instant. Alle Kreaturen kriegen plus 1, die wir kontrollieren. Es sei denn, wir haben gekickert, dann kriegen sie plus 2, plus 1. Ist bad. Yo, unser Effekt ist Kicker. 3 Mana 0,5, wenn Spell gekickert wurde, kriegt der 5,5 bis zum Ende des Zuges. Ein Mana, Kicker. Manusus entdeckt nach dem Standardland, nimmt es auf die Hand. Wenn man das Ding gekickert hat, sucht man stattdessen nach zwei Standardländern, okay. Murasi Sproutling, 3 Mana 3,3, Kicker. Wenn er ins Spielfeld kommt und der gekickert wurde, kann man eine Karte mit Kicker aus dem Friedhofzug auf die Hand nehmen. Wow. Hier meinen sie es aber jetzt ernst mit dem Ding. 2 Mana 2-2, der erste Kicker-Spell, den man pro Runde spielt, kostet ein Mana weniger, immer wenn man Spell kickert, kriegt die 0 plus 1 1 Marke. Wow, so viel Kicker. Und wir haben weiterhin, ja, 2 Mana 1-1, tappen für ein grünes und auf der anderen Seite ist das Ding ein Land, ein grünes. Das ist, glaube ich, ein anderer Slot. Ich glaube, das waren alle unsere Kicker-Karten. Jetzt kommen diese Wild-Slots. 6 Mana, kostet 1 Mana weniger für jede Karte in eurer Party. Party besteht aus Cleric, Rogue, Warrior, Wizards. Und man bringt eine Kreaturenkarte, die und eine Rogue, Cleric, Warrior oder Wizard-Karte von Friedhof zurück ins Spielfeld. Okay. Man kriegt zwei Kreaturen zurück, das ist gar nicht mal so bad. Linvala, Shield of Seagate, 3 Mana 3-3 fliegend. Und zu Beginn des Combat Steps, wenn ihr eine volle Party habt und ihr nicht Land permanent, das der Gegner kontrolliert, aussuchen, bis zum nächsten Zug kann ihr weder angreifen noch blocken, dieses Permanente. Und die aktivierten Fähigkeiten können nicht benutzt werden. Und man kann das Ding opfern, um Hexproof oder Zerstörbarkeit an allen euren Kreaturen zu geben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir haben noch eine Rare, nice. Oran Reef Ooze, 3 Mana 2-2, wenn ein Spielfeld kommt, legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Immer wenn er angreift und eine +1/+1 Marke. Okay, man legt immer nur dann eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur mit einer +1/+1 Marke. Oh mein Gott. Unsere Foil ist Terontius Skythecat. 3 Mana 2-1 Trampel mit Landfall. Immer wenn Land ins Spiel kommt, kriegt der eine +1/+1 Marke. Ja, und, oh, Crown of Mirrors. Wir haben eine Karte von der Liste. 2 Mana Artefakt, 3 Mana tappen, wir tappen eine Kreatur. Wir kriegen die Kontrolle darüber, wenn wir einen Scepter of Emirius und einen Throne of Imperius haben. Ich weiß nicht, ob es die auch halt in der Liste gab. Es wäre schade, wenn nicht. Ja, soviel dazu. Zendikar. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Blacksit. Ciao, ciao.